Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Catlin Crops. Und heute geht es entsprechend um das Laden der Ballen. Ah, jetzt hat es aber lang gedauert hier, bis er den Boden jetzt geladen hat. Ich habe schon mal hier einen Traktor hingestellt. So einigermaßen eben. Mitten ins Tal rein. Und jetzt müssen wir uns entsprechend einen Traktor mit Frontlader leihen. Welchen nehmen wir denn da? Der hätte, glaube ich, Frontladerkonsole, genau. Schnappen wir den. Und wo ist der Frontlader dazu? Da. Brauchen wir noch die Gabel. Ballenspieß. Mieten. Da können wir direkt schon mal in den reinspringen. Da ist er. Perfekt. Wo sind die ganzen Gerätschaften? Ach, da. Neben uns. So. Anhängen müssen wir den jetzt. Ah, das war ja easy. Fast zu einfach hier, ha? So, Delle. Schauen wir mal. Nicht du. Aus irgendwelchen Gründen lässt sich der Frontlader gerade nicht bedienen. Hoch. Na. Frontlader hoch. Stopp, runter. Hey, warum kann ich da jetzt nichts machen? Komisch. Was haben wir denn falsch eingestellt hier? Mit der 3 und der 4 kann man den hier heben und senken und dabei auch die Gabel ankoppeln. Weg mit dir. Ah. Warum auch immer das jetzt gerade nicht ging, jetzt geht's wieder. Wunderbar. Dann kann man den Traktor auch so akzeptieren. Fahren wir hoch zum Feld und dann versuchen wir hier die Ballen zu stapeln. Schauen wir mal, ob das jetzt tatsächlich besser läuft wie beim letzten Mal. Oh, hier kommt ein Auto. Ein bisschen Abstand halten, dass man das aufspießt. Dann gibt es Autos am Spieß hier. So, und einmal abbiegen. Ja, wieder Hasen. Das ist, glaube ich, hier der Hasenweg. Da sehe ich fast jedes Mal einen Hasen. Und ziemlich viel Pferdekacke. Vielleicht ist es auch von Kühen, keine Ahnung. So, aber diesmal ist tatsächlich noch kein Hase da gewesen. Na gut. So.
Vorfahrt. Und da müssen wir hier oben gleich mal rechts. Dann können wir anfangen stapeln hier rein. Genau. So. Jetzt muss ich mir das doch von außen anschauen. Okay, den ersten Ballen haben wir. Ein Stückchen hoch, dann kann man den jetzt schon mal verladen. Ich hoffe mal, dass es hier unten, wo es ein bisschen ebener ist, schon mal einfacher ist. Perfekt. Ballo numero uno. Ey, das sah aus, als ob es reicht. Tippen ab, na, andersrum. Das war zu viel. Zu viel, zu viel, so. So, haben wir den nächsten. Und ab hier drauf. Ab geht's. Ein bisschen hoch. So, perfekt. Da vorne liegt noch einer. Das wird dann Ball Nummer 3. Bisschen ab, ab, ab. Zack, da haben wir dich. So, Rille. Stückchen ab, ab, ab. Perfekt. Weiter geht's. Läuft der gerade wie am Schnürchen hier. Uiuiuiui. Es ging noch. Ich hatte das Gefühl, als ob der ein bisschen viel Schräglage hat. Jetzt müssen wir den hier optimal draufpacken. Genau so. Würde ich fast sagen, wir laden jetzt erstmal von der anderen Seite ein bisschen.
So, denn? Jetzt muss man hier echt aufpassen. Ein bisschen hoch. Sonst schiebt man die auf der anderen Seite runter. Kippen mach. So, genau. Uiuiui. Hier ist auch schon mal der Vorteil, dass der Traktor jetzt hier nicht rollt. Komm, lass liegen. So, perfekt. Ja, da liegt direkt einer. So. Ah, das wird nix. Das wird nix. So. Ich glaube, man muss so ein bisschen von unten rein und beim Absetzen, dass die Gabel vorne ein bisschen nach unten zeigt, man den Frontlader ein bisschen nach oben rauszieht. So, ich will hier ein bisschen kippen und ab. So, wenn man in der Position ist, so ein bisschen nach vorne runterkippen, ablassen. Na! Hallo? Och Mann, das fängt das Ganze wieder an. So, nach vorne kippen, ablassen. Noch ein bisschen kippen. Na. Vorsichtig rausfahren. Und dann geht es wie Butter. Warum mussten die jetzt runterfallen? Also bitte. Die waren so schön da drauf. Müssen wir mal kurz den einen hier noch ein bisschen vorschieben. Irgendwie hat es gar nichts gebracht. Suchen wir es von hier. Na, wir müssen knapp neben den Ballen kommen. So. Jetzt. Jetzt müssen wir halt die zwei nochmal aufladen hier. Schade drum. Aber es kriegt man auch noch hin. So, jetzt ein bisschen nach vorne kippen.
Muss mal ganz gefühlvoll sein hier. Ui. Was habe ich denn umgedreht? Das wollte ich eigentlich nicht. Auch wenn wir das schon noch haben. Dann packen wir den jetzt doch gleich. Nehmen wir den auf die Höhe und schieben die ein bisschen rein damit. Genau so. Der hat gerade gezuckt, wie wenn er weg wollte. Bleib drauf. Oh nee. Sind wir an irgendeinem physischen Limit angekommen? Okay. Jetzt würde ich mal kurz in den anderen Traktor reinspringen. Und wir machen mal schnell die Ballen hier fest. Die, wo schon drauf sind. Dass die jetzt nicht gleich nochmal von alleine runterfallen. Ihr habt es vielleicht gesehen, die haben sich schon ganz leicht bewegt. So, kommst du dran. Und mit, weg mit dir. Der ist jetzt hinten in die Ecke rein. Genau da. Also ich muss sagen, in Realität ist es deutlich einfacher. Weil da der Boden nicht so glatt ist wie hier gefühlt. Bisschen ab noch. Okay. War mehr oder weniger auch ungewollt, dass ich den Traktor so aufgebockt habe. Na. Genau, jetzt leg dich hin. Habe ich mir denn wieder? Hallo? Hallo? Muss man aufpassen, dass man Reifen nicht aufspießen. Hey. Okay. Doch fast bis auf den Boden hier. Hoch. Hm.
bisschen vor kann der noch. So, abwärts. Perfekt. Okay. 7 haben wir drauf. Ich glaube, letztes Mal haben wir tatsächlich nur 6 geschafft. In der ersten Runde. Ist auch schon wieder ziemlich viel Zeit vergangen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir schauen einfach beim nächsten Mal, wie viel das wir da noch drauf bekommen. Ich hoffe, mehr wie beim letzten Mal. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.